Einen wunderschönen guten Morgen nochmal für die Spätaufsteher. 15,4 Grad. Es ist sogar ein bisschen kälter als heute Morgen, als ich aufgestanden bin. Da waren es 17 Grad. Und ja, ich planiere jetzt hier mal die Reitplätze, weil der Traktor in Benutzung war. Sind gestern die Plätze nicht planiert worden. Und der Kamil, der aktuell dafür zuständig ist, ist gerade mit einer anderen Arbeit betraut. Er hat sich gerade den Radlader geholt. Und das sind so die Standardarbeiten, die dreimal in der Woche stattfinden. Das heißt, dreimal die Woche werden die Plätze mit dem Reitbahnplaner planiert. Und das mache ich jetzt noch schnell, bevor ich ins Büro gehe. Ich muss dringend Papierkram erledigen. Und das ist immer das, was mich Überwindung kostet. Entschuldigung. Überwindung, weil ich lieber draußen arbeite und andere Sachen mache, als im Büro zu sitzen. Wobei das ja auch mal ganz nett ist. Tasse Kaffee und dann einfach mal die Arbeit erledigen. Ja, jetzt sind wir in der Reithalle hier, 20:60 Uhr. Und ich hatte gestern ein Video gemacht zu einer Firma, die zumacht. Die Firma war auch hier am Reitboden beteiligt. Die Firma stellt also Zusatzstoffe her, zertifiziert, regional. Und das ist irgendwie alles so schade, weil einfach vieles von dem, was man so für seine Entwicklung mitgenommen hat oder an Firmen kennt, schon nie mehr existieren. Und das macht einfach traurig, muss ich echt sagen. Und dann schickt mir jemand einen Aufkleber zu von seinem Traktor, Jakob Otten. Die Leute, die jetzt hier zuschauen und hier aus der Ecke sind, die wissen vielleicht, wer Jakob Otten war. Ist ja auch eine Traktorfirma, ein Händler gewesen für IACs, den es schon lange nicht mehr gibt in Sinnersdorf. Da hat mein Vater früher die Geschäfte mitgemacht. Und früher war es tatsächlich so, da ist mein Vater mit Bargeld hingefahren, hat einen neuen Trecker gekauft und direkt bezahlt. Einen Kredit aufnehmen oder sowas kannte man da nicht. Da wurde alles direkt bezahlt. Mein Gott, wäre das ein Zustand in der Landwirtschaft, wenn wir so viel Geld verdienen könnten, dass wir unsere Maschinen sofort bezahlen können. Wir sind hier in eine völlige Abhängigkeit geraten, weil es das eben alles nicht mehr hergibt. Und keine gute Entwicklung. Man muss mittlerweile überlegen, wie hoch sind die Zinssätze, wie hoch sind die Investitionskosten, Zinssätze für den Kredit, wie hoch ist der Preis für die alten Maschine, wie hoch war der Stundenpreis dann, hat sich das gerechnet oder nicht. Und das ist alles verrückt. Also die wenigsten meiner Kollegen bezahlen ihre Maschinen sofort und in bar, glaube ich, schon gar nicht mehr. Und das geht dann natürlich per Überweisung. Aber die, die es können, haben auf jeden Fall was richtig gemacht und haben wahrscheinlich die Entwicklung ihrer eigenen Betriebe gepusht. Und bin mir sicher, dass ich auch einige kenne, die das machen und können. Ja, so sieht es hier aus, herbstlich ein wenig. Die Pappeln verfärben auch langsam ihre Blätter. Man sieht hier einiges schon an Blättern liegen. Und wir waren gestern Abend noch am Waldrand, an der Quelle hier. Die Kinder haben dann noch ein bisschen im Wasser gespielt. Und man merkt das irgendwie, dass die Luft raus ist, dass es jetzt rückwärts geht in der Natur, von der generativen in die vegetative Phase. Genauso wie bei uns Menschen auch irgendwann. Naja, hier mehrere Ausrufezeichen, was ist hier los? Ah, Linda, ja. Ich glaube, Linda hat hier geschrieben. Ja, Linda, lass uns treffen. Ich habe gehört, du warst in der ARD. Ich kriege das vielleicht gegen Ende der Woche hin. Wir wollten ja noch dein Buch vorstellen und das in, ich denke, in Köln-Mühlheim. Linda, ich habe jetzt gar nicht zugeschaut. Auf jeden Fall wollen wir da noch ein Video zu machen. Ich habe den Beitrag leider nicht auf ARD gesehen. Linda, vielleicht kannst du mir den mal zuschicken, würde ich den natürlich gerne teilen. Wer jetzt nicht weiß, wer Linda ist,
Linda habe ich kennengelernt, ich weiß schon gar nicht mehr wann, in der Ahrtalhilfe. Und für mich war der beeindruckendste Satz, Linda kümmert sich um Obdachlose und weiß aus eigener Erfahrung, wie das ist. Und wollte mir unbedingt ja, Spenden mitgeben oder hat auch gespendet für die Flutbetroffenen. Und das hat mich doch stark an St. Martin erinnert, in dem einfach abgegeben wird, obwohl man selber nicht viel hat. Und das hat mich damals schon schwer beeindruckt. Dann ja, alles Weitere dann im Live-Video mit Linda. Linda, im Moment haben wir hier noch einiges an Arbeit. Die Miri hatte mich auch noch gerade angesprochen. Wir müssen noch an unserem Rentnerstall dringend was an dem Paddock machen, bevor der Winter kommt. Und es ist gerade schwierig, wie immer. Ne? Und dann kommen jetzt demnächst noch neue Aufgaben dazu. Das ist alles in der Vorbereitung. Und das ist das, wo ich ja, euch noch drüber im Laufenden halte. So, die Halle ist fertig. Wir wechseln dann mal rüber. Mal gucken auf den Außenplatz oder in die andere Halle. Ja, hier ist der Herbst in vollem Gange. Na, hier an dem 2040er brauche ich nichts machen. Der ist noch schön in Form. Jetzt schauen wir hier einmal rüber. Na, den Longierzirkel mache ich auf jeden Fall und den Springplatz mache ich, glaube ich, auch mal schnell. Dann können wir auch noch weiter quatschen, dann brauche ich nicht die Straße queren. Ja, Kevin Kühnert, die Nachricht gestern. Ich hatte ja einen bösen Spruch dazu gebracht und dann hat mich jemand darauf aufmerksam gemacht, dass er aus Krankheitsgründen ausgeschieden ist. Das hatte ich nicht mitbekommen. Ich hatte nur mitbekommen, dass er sein Amt niedergelegt hat, was mich nicht gewundert hätte. Wer Markus Lanz gesehen hat mit Kevin Kühnert und das jetzt schon öfters, da muss ich sagen, da hat er mir wirklich leid getan, der Kevin. Und ich glaube auch nicht, dass das gesund ist für jemanden, der, Vorsicht, ich schalte mal auf mich, der einen Job hat und wo es vielleicht nicht so gut läuft und dann öffentlich sozusagen zur Schau gestellt wird. Das ist, glaube ich, kein schöner Zustand. Und was hier gerade läuft in Deutschland, ist alles nicht schön. Und da will ich nicht ausschließlich der aktuellen Regierung den Vorwurf machen, das ging schon viel früher los. Aber das sind nun mal diejenigen, die jetzt für uns zuständig sind und auch eine Frau Baerböck, Bock oder wie auch immer, tut mir da echt leid, weil ich glaube, sie hat ein Amt, was sie gar nicht bekleiden kann von dem, was ihre Ausbildung betrifft. Und ich finde es schade, dass nachher nur noch übrig bleibt oder bleiben wird, was das für eine Katastrophe war. Und ich glaube, da sind viele Leute, die im Moment irgendwelche Ämter bekleiden, völlig fehl am Platz. Und offensichtlich wird es immer, wenn es mal nicht so gut läuft. Und das ist ja aktuell der Fall. Wenn alles super läuft, dann kann jeder das Oberhaupt sein, weil man keine wichtigen Entscheidungen treffen muss, die auf Wissen basieren oder auf das, was man gelernt hat. Man kann es einfach so laufen lassen, aber gerade in der Situation, in der sich Deutschland befindet, brauchen wir brauchen wir fachkompetente Leute, die wissen, welche Hebel man bewegen muss, damit es wieder vorwärts läuft. Und das ist, glaube ich, aktuell überhaupt gar nicht gegeben. Und dementsprechend wird nochmal offensichtlicher die Inkompetenz. Und das meine ich ehrlich, da tun mir die Leute manchmal wirklich leid, weil sie da vorgeführt werden und weil es ein einfaches ist, die Leute vorzuführen. Naja, aber man hat sich den Job ja selber ausgesucht, man hätte ja auch ablehnen können. So, ich kann nicht mitlesen, es wackelt zu stark, ich muss mich zu stark konzentrieren bei den ganzen Sprüngen, die hier stehen. Den Job hier kann ich mit Sicherheit ausführen, da bin ich fachkompetent, im Kreis zu fahren und hier alles schön glatt zu machen. Aber andere Sachen, da würde ich sagen, sucht euch einen anderen. Bin ich nicht der Richtige für. Und
dass man die Leistung erbringen kann, dass man Prüfungen besteht und so weiter. Das habe ich mit Sicherheit im Studium dann bewiesen, aber mein Weg ist ein anderer gewesen und ich wundere mich auch über Leute, die dann in die Politik gehen. Ich meine, es ist ja gut, wenn man sich vornimmt, die Welt besser zu machen, aber dafür muss man schon sehr gut sein, um das heutzutage hinzukriegen. Dafür muss man sich erstmal in Position bringen und die dementsprechenden Erfahrungen und Ausbildung haben. Naja, so, ich habe jetzt genug gesülzt. Ich wünsche euch allen einen tollen Start in den Dienstag. Und sag mal, bis später, obwohl ich zeige euch noch den Sonnenaufgang hier, wieder ganz toll, wie gestern auch. Wir haben hier wirklich 16 Grad, angenehme Temperaturen. Und heute der Tag soll, glaube ich, auch noch recht schön werden. Erst war ja für die Woche jetzt nur Katastrophe gemeldet. Die Katastrophe soll erst am Donnerstag kommen, in Form eines Sturms. Und der Niederschlag ist ausgeblieben, bis jetzt zumindest. Und da sind wir gar nicht traurig drum. Also, mit dem Sonnenbild hier nochmal euch einen schönen Tag. Wir hören und sehen uns. Und schönen Gruß nach Kroatien, sehe ich hier gerade. Bis später. Tschüss.